Mehr Klasse geht nicht, mehr Spektakel geht nicht. Dieses Spiel hat es in sich. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Wer wird sich durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus. Bleiben Sie dran. Geschaltet haben, liebe Fußballfreunde. Wir melden uns heute aus dem regnerischen Olympiastadion in Berlin. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich sehr, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Wir werden dieses Spiel wieder einmal für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Hertha BSC gegen FC St. Pauli. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert. Und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley, tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und die Chance. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Ball ist drin, der erste Versuch wird doch gut gehalten, aber dann gibt es nichts mehr zu halten. Das ist dann zu stark. Nachschuss, Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Marco Richter. Sehr gutes Technik. Das war wichtig. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Jackson Irvine. Saliakas. Harper. Tja, kann er den mit dem Stenzer machen? Ja, das sieht so aus, war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Gut verteidigt.
Ball abgegeben. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Also, wenn er so hingeht, was soll er schon machen? Geld für die Aktion. Das ist korrekt, es gibt Geld. Die gibt es vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Das war wichtig. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da hat er den Ball. Jackson Irvine. Geht dazwischen und hat den Ball. Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Vor der Pause haben wir einen guten Auftritt gesehen, oder Buschi? Wie ist deine Einschätzung? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand.
Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Aber er muss aufpassen. Sie kommen, sind da erstmal nicht vom Ball zu trennen. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ah, da geht er vorbei. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Was für eine Parade. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Es gibt einen Wechsel. Doch ist der Ball gefährlich dahin. Anspiel kommt nach hinten. Er macht das Tor. Und damit sind sie nun mit zwei in vorne. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Hauke Wahl. Harte. Jackson Irvine. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Jackson Irvine. Klar, gibt Freistoß. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Ja, setzt sich schön durch. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so wird's eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ballbesitz ist weg. Es gibt den Freistoß zunächst sofort einen Schien, aber jetzt noch ab. Jetzt kommt hier der Wechsel. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Sehr gut aufgepasst. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Naja, ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung. Thank you.
Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Albers. Da setzt er sich gut durch. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Starker Zweikampf. Das ist jetzt eine Chance. Ganz sicher. Die Wiederholung noch mal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann ist das natürlich klasse bei diesem 1 gegen 1 technisch überragend. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Albers. Das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Da kommt der Befreiungsschlag. Jetzt können sie kontern. Das ist jetzt auch endgültig der Sieg. Der Vorsprung ist jetzt einfach zu groß. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende.
ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt zieht er in die Mitte. Sehr präzise, aber knapp neben das Tor. Und damit steht es nun fest, die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Das war eine klasse Leistung heute, am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat hier überragend gespielt und damit natürlich großen Anteil am Sieg. Er dürfte zufrieden sein. Thank you.